So, liebe Leute, da sind wir wieder. In Imperiums Greek Wars, in unserer kleinen Multiplayer-Runde, wo wir mittlerweile mit Korinth ja zumindest im Kerngebiet eine ganz gute Position haben. Durch die Beeinflussung von Argos, dass wir den Spartanern abgenommen haben, kurz nach der Eroberung. Und der Eroberung der Halbinsel von Mykene. Ich weiß den Namen ehrlich gesagt gerade nicht von der Halbinsel, aber auf der Mykene. Jedenfalls liegt, sagen wir mal einfach mal, die Argolis. So, Akarnanien hier weiter im Vormarsch gegen Varanzi, nimmt ihm jetzt die Goldmine ab. Er braucht dringend mal Truppen da oben. Vielleicht können wir ihn bald mal mit ein bisschen Gold unterstützen zumindest. Da wir jetzt unsere Situation hier unten im Kerngebiet stabilisiert haben. Athen momentan keine Gefahr darstellt, es sei denn, sie kommen mit einer Flotte rübergefahren, bringen Truppen per Flotte. Oh, Euboea besiegt da die Hopliten in Theben. Und hier bei Marathon und Amphitnaia besiegen sie auch noch athenische Peltasten. Also für Athen sieht es nicht gut aus, für Theben sieht es ebenfalls nicht gut aus, beziehungsweise Böotien. Athen greift jetzt tatsächlich die Mine an, anstatt da oben die feindlichen Truppen zu bekämpfen. Auch eine interessante Entscheidung der KI. So misst der Mine offenbar dem Ressourcenzufluss mehr Bedeutung bei. Aber ja, stimmt, die einzelne Einheit wird auch nicht in der Lage sein, in einer Runde zum Beispiel Athen einzunehmen. Das ist wahrscheinlich die Kalkulierung dahinter, Kalkulation. Elis und Arkadien sind hier immer noch am Kämpfen. Die Messener bauen fleißig weiter irgendwelche Straßen, während sie von Sparta überrannt werden. Die haben vier Siedler und nur eine fast zerstörte Peltasteneinheit. Die nächste Stadt Messini, gewissermaßen die Hauptstadt der Region, ist jetzt in die Hände Spartas gefallen. Und hier oben kämpft Sparta jetzt auch erfolgreich, nimmt Mantinea ein. Oha, erfolgreich gegen Arkadien. Also, ist einiges los auf der Peloponnes. Phrygien, warum sehen wir eigentlich das Gebiet von Phrygien? Haben wir mit denen Karte geteilt? Ich dachte nicht. Makedonien hat alle Verträge mit uns beendet. Also, von ihnen ist auch nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Interessanterweise, okay. Ja, schade drum. Chalkidike fordert für 5 Runden 2 Steine pro Runde als Tribut. Nein. Athen lehnt das Friedensangebot ab, das wir gemacht hatten, auf Forderung von ich weiß nicht wem. Sparta möchte kein Offensivbündnis mit uns schließen. Unruhen durch Einflussnahme ist immer noch ein Problem, aber wir haben hervorragende Beziehungen. Unsere Athleten haben die Olympischen Spiele gewonnen, an denen ebenfalls teilnahmen Königreich der Molosser, Korkyra, Elis, Ätolien, Rhodos, Mysien und Sparta. Wir bekommen 31 Gold und 81 Einfluss. Hervorragend, hat sich gelohnt. Und wir haben 3 Holz gefunden in einer Grenzregion. Die Männer sollen belohnt werden, jawohl. Da wurden die Felder gebaut. Dann geh jetzt mal auf die Flotte. Die Flotte schafft dich hier rüber. Aber ausladen, Einheit verkaufen, Einheit zerstören. Ausladen geht in derselben Runde nicht. Dann fahren wir mal hier rüber und sagen: Überfall da mal. Gleiche Chancen. Wir werden hier mal weitermachen mit der Einnahme des feindlichen Gebietes, um sie halt tatsächlich da abzuschneiden von der Versorgung. Wir haben die Straße nach Kleonai hier fertig. Genau, dann sollte jetzt noch die Verbindung nach Korinth da fertiggestellt werden und danach geht der Siedler dann hier runter die Minen anschließen. In Argos selbst, die Einheit bleibt bitte stehen. Korinth hat jetzt auch wieder 3 Bevölkerungseinheiten.
Ihr habt den Befehl, in die Festung zu marschieren. Aber der Steinbruch muss noch repariert werden. 6 Gold, 3 Eisen, 3 Bevölkerung. Das tut natürlich dann wieder ein bisschen weh. Die wird direkt wieder aus Argos abgezogen. Eisenmine benötigt auch. Allerdings nur 3 Gold, Stein und Holz. Können wir auch machen. Und der Steinbruch wird repariert. Jetzt haben wir 30 Gold. Das werden wir dann vielleicht mal einen Teil davon zumindest an sie schicken, nehme ich an. Aber eine Schmiede. War hier unten nicht noch eine Schmiede? Ne, die wurde zerstört. Was fehlt uns für die Schmiede? Fehlt jetzt Holz. Ach, verdammt. Plus 1 pro Runde. Könnten wir gegen Stein und Nahrung vielleicht tauschen? Handelsübersicht, Angebote. Wir wollen Holz. Wir geben Holz weg, so wie es aussieht. Aber das ist auch nicht das Schlimmste. So, der nächste Nachbar, der Holz hätte, wäre hier Achaia. Und sie hätten gerne Steine. Wir geben 2 Steine für Warum geht hier kein Menü auf? Sie haben wohl keins. Das ist natürlich schade. Der nächste mit Holz wäre Phrygien, 13% Handelsverlust. Makedonien 19. Also das sagt mir nicht zu. Also Holz ist ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob man Holzproduktion eigentlich beschleunigen kann. Ich glaube aber nicht. Was macht Korinth denn eigentlich gerade? Machen die irgendwas? Unzureichende Anzahl an Bürgern. 3 sind doch da. Reicht wohl noch nicht. Ja, wird dann auch Zeit, dass die Peltasten hier in die Festung gehen, bevor die Athener womöglich Richtung Korinth kommen. Und nein, das wollte ich nicht. Also Schmiede können wir nächstes Mal dann aber auch noch nicht bauen. Mit 1,3 pro Runde nur. Wäre halt schon ziemlich cool. Die beiden hier da oben und die Goldmine. Die werden sie sicherlich nicht alle, wie schon gesagt, nicht alle in Reichweite kriegen, aber das wäre potenziell schon mal ganz cool. Gegebenenfalls baut man halt 2. Eine hier oben, eine da unten. Und eine weitere Siedlung wollte ich auch noch gründen. Hier. Ebenen, Gras. Hier ist die Zufriedenheit höher. Produktionsbonus 25, 25. Okay. Ja, wir haben vereinzelte Waldflächen hier, ne? Da und da. Die Hügel auch mit Wald sind ja leider unter spartanischer Kontrolle. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, jetzt nochmal hier Einfluss auszuüben. Müsste eine Truppe natürlich rankommen. Was haben wir hier? Achso, die könnten das machen, ne? Ohne Erfolg. Beziehung hat sich minimal verschlechtert dadurch. Oh, mal gucken. Versuchen wir vielleicht nächste Runde nochmal. Hier gibt es noch Waldflächen. Bei Arkadien. Die könnte man sich natürlich noch holen hier. Wenn wir jetzt Arkadien den Krieg erklären, vielleicht sogar noch die Goldmine hier mit abzwacken. Das fände ich ziemlich gut.
Hier haben wir auch noch keinen Feind gesehen, interessanterweise. Hier unten steht diese angeschlagene Truppe, die aber hier von den Aetoliern und den Achaiern hier eingekesselt wird, gewissermaßen. 100% Nachschub. Ja, für uns, oder? Oder kriegen sie noch Nachschub über die Küste hier? Das würde ja bedeuten, wir müssten die Flotte dahin stellen. Mal sehen. Also eigentlich sind die jetzt hier abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob die Flotte da jetzt noch auf Überfall stehen müsste. Ja, tut sie jetzt. Mal sehen. Also die Reichweite langt ja auf jeden Fall, um nächste Runde hier den Siedler auszuladen, dass der da hier mit dem Bau und dem Bau der Straße und dann der Gründung der Stadt da weitermachen kann. Das sollte kein Problem sein, aber ist natürlich schon interessant. So, hier fehlt uns überall das Holz, um weitere Ausbauten vornehmen zu können. Ist ein bisschen schade. Ja, ich denke, dann werden wir jetzt mal Wanzi unterstützen. Und zwar wie viel Gold kriegen wir denn pro Runde rein? 4, also fast 5. Komm, dann geben wir ihm mal 2 Gold pro Runde für 10 Runden. Und ich hätte eigentlich gerne Holz. Vorschlag. Kann er nochmal ändern, falls das zu viel Holz ist für ihn. Überlegung wäre dann noch, vielleicht auch mit dem Duke, also mit dem Thessalischen Bund hier, auch nochmal zu handeln. Aber es sei sehr weit weg und ein hohes Risiko, dass da Ressourcen unterwegs verloren gehen. Deswegen lassen wir das mal lieber. Wie sieht es denn überhaupt aus bei ihm? Skotusa ist in feindliche Hände gefallen. Das sehe ich ja jetzt erst. Oder war das schon immer in feindlichen Händen? Naja, Larissa ist noch in seiner Hand auf jeden Fall. Das ist gut. Goldmine da oben auch. Die sollte er allerdings mal mit Straßen anschließen. Hier muss auch noch eine Straße zu der Mine weitergebaut werden. Was ist das? Eine Stallung, aber okay. Ja, Schmieden lohnt sich hier nicht so richtig, weil die Minen alle so weit auseinander liegen, ne? Und der Tempel da, weiß ich auch nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Würde gehen wahrscheinlich. 1, 2, ja, geht. Auch wenn Makedonien hier irgendwie Gebiete hält. Ja, interessant. Interessant auch, dass der Thessalien frei die Bürgerkriegspartei sozusagen, dass die immer noch hier lebt. Da sind makedonische Krieger. Pella ist auch immer noch in makedonischer Hand, aber hier oben, das haben sie verloren gegen die Kelten. Naja, spannend, spannend. Ist das mit Kohle? Könnten wir theoretisch ein paar Runden weggeben. Wir haben aber eigentlich selber leichte Verluste bei der Kohle. Ach so, was ich auch nochmal schauen wollte, wenn wir gerade dabei sind, ist die Regierungsform. Wir könnten auf Monarchie gehen. Also wir können alle Änderungen umsetzen, wir haben das Gold dafür und wir haben genug Bevölkerung. Monarchie würde mehr Gold bringen, mehr Eisen. Alle anderen Rohstoffe weniger. Weniger Wissen, mehr Einfluss, mehr Bevölkerung, mehr Zufriedenheit. Armeemoral nimmt allerdings ab. Dann Despotismus, was aber nicht, ja, nicht mit dem heutigen Begriff verwechselt werden darf. Weniger Kohle, deutlich mehr Eisen, weniger Nahrung, weniger Holz,
deutlich mehr, weniger Wissen, bisschen mehr Einfluss, bisschen mehr Bevölkerung, aber ein Viertel weniger Zufriedenheit. Armeemoral steigt allerdings. Oder die Polis, der Stadtstaat, deutlich mehr Gold, fast ein Viertel weniger Kohle, 40% weniger Stein, dafür ein bisschen mehr Erz, weniger Nahrung, ein bisschen mehr Holz, mehr Wissen, mehr Einfluss, mehr Zufriedenheit. Nee, mehr Bevölkerung, aber ganz leicht weniger Zufriedenheit, weniger Sklaven. Armeemoral allerdings plus 40. Zufriedenheit und Gold positiv beeinflusst, aber Steine und Sklaven negativ. Steine minus 40%. Bei plus 5. Und potenziell mehr durch Schmiede, wobei Schmiede, glaube ich, nur den Erzminen was bringt. Könnte man überlegen, zu demokratisieren, sage ich mal. Wobei das ja nicht. Stadtstaat kann im Übrigen auch eine Monarchie oder ein Despotismus sein. Im Grunde sind das ja alles Stadtstaaten, aber hier ist wohl eine demokratische Form gemeint. 40% weniger Stein können wir verkraften. Kohle ist grenzwertig. Nahrung können wir auch verkraften. Weniger Sklaven ist auch okay bei den momentanen Bevölkerungszahlen. Und Armeemoral plus 40 ist natürlich großartig. Machen wir. Wir müssen das Vermächtnis unserer Vorfahren ehren und dennoch auf Veränderungen in der Welt reagieren. Manche Veränderungen sind unvermeidlich. Wir kehren zurück zur demokratischen Polis. Wobei in Korinth historisch, also in der Antike, sehr viele sogenannte Tyrannen bzw. Despoten geherrscht haben. Das ist auch nicht gleichbedeutend natürlich, liegt da allerdings relativ nah beieinander. Sprechen wir vielleicht mal in einem anderen Let's Play drüber. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich die Zahlen hier de facto verändern. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber das sollte, wie gesagt, alles verkraftbar sein. Kohle müssen wir gucken, dass wir dann eventuell was importieren. Weiß gar nicht, waren hier oben Kohleminen dabei? Eisen. Gold, Eisen, Steine, Steine, Gold. Da hinten ist eine Kohlemine. Am Ende der Welt. Naja, okay. Gut, liebe Leute, das war dann die Runde. Es geht aufwärts für Korinth. Nachdem wir so viele Verluste hatten, geht es jetzt vorwärts. Bin sehr gespannt, wie es hier generell weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.